Einen wunderschönen guten Morgen und hallo und herzlich willkommen hier am Freitag. Heute ist der 11. September 2015 und wenn Sie zuschauen, dann sind Sie wieder live dabei hier bei den Investment und Business Days live aus der Uni in Frankfurt. Und während hier im anderen Raum meine Kollegen schon sich mit dem Thema Live Trading beschäftigen und wahrscheinlich schon den einen oder anderen Trade abgesetzt haben, möchte ich Sie heute mitnehmen zu einer etwas anderen Art des Tradings, nämlich das Thema heute lautet hier in den nächsten 60 Minuten regelmäßiger Cashflow mit Optionsstrategien. Mein Name ist Jens Rabe. Der ein oder andere kennt mich vielleicht. Für diejenigen, die mich nicht kennen, möchte ich mich natürlich erst einmal ganz kurz vorstellen, damit Sie auch wissen, wer Sie jetzt in der nächsten Stunde hier, wer Ihnen gegenübersteht und wer Ihnen versucht, ein etwas anderes Thema im Bereich Trading rüberzubringen. Ich selbst bin 44 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, bin von Beruf Wertpapierhändler und zwar seit 9 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Direkt an der Börse bin ich jetzt aber schon 10 Jahre länger, nämlich jetzt mittlerweile 19 Jahre und ich habe das wahrscheinlich genauso gemacht wie die meisten von Ihnen. Also ich habe auch mal einen anständigen Beruf gelernt. Ich bin gelernter Versicherungskaufmann, habe jahrelang auch in dieser Branche gearbeitet, aber irgendwann kam eben dann auch das Interesse, neben dem Beruf etwas anderes noch zu machen und so habe ich dann über Bücher, über Seminare, Webinare, das gab es ja damals noch nicht so richtig vor 19 Jahren, ich weiß gar nicht, ob es da schon YouTube gab, aber ich habe dann so langsam angefangen und natürlich so diese Klassiker gelesen, die man auch heute noch kennt, die alten Bücher von André Costolani, von Peter Lynch, die Market Wizards und so weiter. Und so ist dann nach und nach mein Interesse an der Börse gewachsen und ich habe mir das nebenberuflich sozusagen aufgebaut. Das heißt, ich habe viel probiert, natürlich auch viele Fehler gemacht. Ich kann eigentlich für mich sagen, dass die ersten acht Jahre im Grunde genommen eine Berg- und Talfahrt waren. Immer sehr schöne Anstiege im Konto, dann aber auch rasante Talfahrten. Das heißt, alles, was man im Vorfeld gewonnen hatte, war danach wieder weg. Ich glaube, der eine oder andere von Ihnen, der kann das nachvollziehen. Ihnen wird es vielleicht genauso gehen. Und ja, irgendwann habe ich dann aber für mich so den Weg gefunden, der für mich funktioniert hat, mit dem ich dann dauerhaft profitabel sein konnte und der sich dann sogar so entwickelt hat, dass ich von dem Ganzen leben konnte. Und deswegen habe ich halt vor 9 Jahren mich selbstständig gemacht als Händler, habe aber auch eine Handelsfirma, die unter anderem auch Ausbildungen anbietet, die Coachings anbietet und so weiter. Ich habe dann im Laufe der Zeit, nachdem ich sehr viele Dinge ausprobiert habe, wie gesagt, ich habe Aktien gehandelt, ich habe Zertifikate gehandelt, Optionsscheine, ich habe Daytrading gemacht, langfristiges Investieren. Ich bin dann so in den Bereich Rohstoffe gekommen, Futures, Optionen und das ist auch das, wo ich mich heute noch bewege, nämlich hauptsächlich im Bereich Optionen. Ich handle vorrangig an den amerikanischen Märkten. Das hat einmal mit der Zeit zu tun, also weil es ist, ich finde es für einen Händler ganz angenehm, wenn man erst um 15.30 Uhr anfangen muss zu handeln, ist glaube ich auch für die meisten von Ihnen, die das Ganze vielleicht nebenberuflich betreiben, ganz angenehm. Und zum anderen ist natürlich die Auswahl an Instrumenten in Amerika einfach viel größer und auch das Thema, was wir heute behandeln, regelmäßiger Cashflow durch Optionsstrategien, auch da werden Sie sehen, werden wir uns auf amerikanische Märkte konzentrieren, aber alles, was ich Ihnen heute hier sage, können Sie natürlich auch auf den deutschen Markt übertragen mit ganz kleinen Abweichungen, aber das grundsätzliche Prinzip funktioniert überall. Was macht man, wenn man ein paar Jahre Erfahrungen hat und sein Wissen dann auch irgendwie weitergeben möchte? Man schreibt ein Buch, das machen ja sehr viele. Ich habe das auch getan 2011, Optionsstrategien für die Praxis. Und der Untertitel zu diesem Buch lautet, so suchen oder so sichern Sie sich an der Börse ein regelmäßiges Einkommen. Und das war auch immer mein Ziel als Händler. Ich habe durch Geschäfte im Immobilienbereich, aber auch durch meine Coachingfirma eigentlich immer mein Einkommen gesichert gehabt. Und deswegen war es mir trotzdem immer wichtig, dass es nicht nur der langfristige Wertzuwachs ist, sondern dass eben auch so ein regelmäßiges Einkommen kommt. Und das ist auch so das Thema hier beim regelmäßigen Cashflow mit Optionsstrategien. Wenn Sie sich diesen Chart anschauen, das ist der
S&P 500. Und wer meine gestrigen Vorträge gesehen hat, der hat genau diesen Chart auch schon mal gesehen. Und wir wissen ja alle, dass es langfristig betrachtet natürlich enormen Sinn macht, an den Aktienmärkten zu investieren. Also trotz, wenn wir jetzt, wir sind jetzt hier ja im September 2015, natürlich haben wir jetzt im August mal einen etwas heftigeren Einschlag gesehen. Der DAX ist von 12.000 auf ungefähr 10.000 wieder zurückgekommen. Aber wenn wir natürlich das längerfristig betrachten, das heißt auf 15, 20, 30 Jahre, dann wissen wir, es macht definitiv Sinn, an den Aktienmärkten zu investieren. Wenn Sie sich einmal hier anschauen, das sind die 30-Jahres-Renditen im S&P 500. Also ich bin einfach immer mal 30 Jahre zurückgegangen und da sehen Sie eben, dass diese Renditen zwar sehr unterschiedlich waren, aber man konnte eben, wenn man es nur durchgehalten hat, 30 Jahre lang im Markt zu bleiben. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, 30 Jahre ist ja relativ lang, aber wenn Sie sich überlegen, wenn heute jemand 30 ist und der weiß, der muss noch 35, vielleicht 40 Jahre arbeiten, dann ist 30 Jahre lang, sind 30 Jahre gar nicht so viel. Und ich glaube, selbst auf 20 Jahre würde man an den Aktienmärkten immer Geld verdienen, wenn man einfach Buy and Hold macht. Und da sehen Sie, die Renditen sind ein bisschen unterschiedlich. Also jetzt in den letzten 30 Jahren rund 1000%, wenn man sogar die Phase davor hatte, 1600. Und selbst die schlechten Phasen sind mit 360%, also sehr, sehr gut. Und deswegen kann man die also auch durchaus machen und kann also langfristig einfach an den Börsen bleiben. So, jetzt ist natürlich das Ding aber, wenn man sagt, okay, ich weiß halt, langfristig gesehen werde ich an den Aktienmärkten etwa 8% im Jahr erzielen. Diese 8% setzen sich aus zwei verschiedenen Dingen zusammen, nämlich zum einen aus den Kurssteigerungen und zum anderen aus der Dividende. Hier vielleicht ein kleiner Unterschied zu den amerikanischen und deutschen Märkten. In Amerika ist ja die Aktienkultur weitaus verbreiteter als hier bei uns in Europa und speziell in Deutschland, was natürlich unter anderem daran liegt, dass die Amerikaner ihre Altersversorgung auf Beteiligungen an Unternehmen aufbauen. Das heißt also, während wir uns hier in Deutschland natürlich sehr stark konzentrieren auf eine staatliche Rentenversorgung, also die Rente, an die ja jeder, der irgendwie berufstätig ist und sozialversicherungspflichtig ist, einzahlen muss, gibt es das ja in den angelsächsischen Ländern, also auch jetzt in England, aber eben speziell in Amerika, gibt es das Ganze nicht. Das heißt, die Amerikaner müssen selber was für ihre Rente tun. Und das machen sie eben hauptsächlich, indem sie in die Aktienmärkte investieren. Das wird auch vom amerikanischen Staat steuerlich unterstützt. Und da ist man natürlich daran interessiert, dass wenn man dann Beteiligungen hat an irgendwelchen Firmen, dass diese auch regelmäßig Geld ausschütten. Warum? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein riesengroßes Konto mit irgendwelchen Aktien und die steigen immer in Wert, aber Sie bekommen keine Auszahlung. Das nützt Ihnen ja als Rentner nichts, weil Sie müssen natürlich Ihren Lebensunterhalt bezahlen. Und aus diesem Grunde ist es gerade in Amerika so, dass sehr, sehr viele Firmen Dividenden zahlen. In Deutschland wird meist einmal im Jahr eine Dividende gezahlt. In den USA zahlen die meisten Unternehmen viermal im Jahr eine Dividende aus, also dass man einen regelmäßigen Cashflow hat. Es gibt sogar in Amerika Gesellschaften, zum Beispiel Immobilienrights, die zahlen 12-mal im Jahr eine Dividende aus. Und der Wertzuwachs in Aktien beruht zu ungefähr 50% aus der Auszahlung von Dividenden. Je länger wir am Markt sind, umso realistischer ist es, diese durchschnittlich 8% pro annum zu erreichen. Das heißt, wir sehen es jetzt wie in diesem Jahr. Wer am 1. Januar eingestiegen ist, der war mittlerweile im DAX schon mal 20% im Plus. Mittlerweile ist er ein paar Prozent im Minus. Wenn Sie das aber mal sagen, ich habe das vor 10 Jahren schon angefangen, ich habe das vor 20 Jahren schon gemacht, der wird durchschnittlich eben auf diese 8% kommen. Übrigens, vielleicht so ein kleiner Hinweis am Rande, der DAX ist ja auch ein wenig ein geschummelter Index, weil der DAX der einzige Index ist auf der Welt, der die Dividenden mit einrechnet. Alle anderen Indizes, S&P, Nasdaq und so weiter,
die haben ja keine Dividenden eingerechnet. Das sind reine Kursindizes. Der DAX ist ein Performance-Index, deswegen würde man nur den Preis oder die Wertentwicklung der Aktien sich anschauen, würde man feststellen, dass der bei Weitem noch nicht so hoch steht, wie eben jetzt der normale DAX, den wir alle kennen. Spielt aber letztendlich keine Rolle, weil sie natürlich als Anleger oder als Investor ja auch diese Dividenden mit kassieren. Jetzt ist es aber natürlich der Punkt, dass man sagt, was ist denn aber, wenn ich zwar auf der einen Seite weiß, wenn ich nur lange genug an den Aktienmärkten dabei bleibe, dass ich dieses Geld verdiene, aber wenn ich vielleicht gar keine 30 Jahre Zeit habe oder wenn ich es einfach auch nicht möchte, also wenn ich einfach nicht auf diese lange Sicht investieren möchte, gibt es denn da keine Möglichkeiten, was man da machen kann? Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Wenn wir vor allen Dingen sagen, mir ist es eigentlich viel, viel wichtiger, einen regelmäßigen Cashflow, das heißt einen Geldfluss zu erzielen. Und da kann man das Ganze durchaus auch nutzen. Sie sehen hier ein sehr schönes Häuschen, also ein bisschen größeres. Ich habe einfach mal geguckt, was wäre denn so die optimale Immobilie, die man gerne vielleicht besitzen würde hier in so einer Stadt wie Frankfurt oder in Stuttgart oder in München, Berlin. Und jeder, glaube ich, weiß, wenn man Immobilien hat oder wenn man Immobilien hätte, warum hat man die denn? Der Grund ist ja nicht nur der, dass man sagt, okay, ich besitze eine Immobilie, sondern man möchte ja mit dieser Immobilie, und wenn Sie jetzt fragen, wieso redet er jetzt von Immobilien, wenn wir über Aktienmärkte sprechen, ich möchte Ihnen einfach bloß das Ganze ein bisschen bildlich rüberbringen. Wenn man also Immobilien hätte oder hat, dann gibt es ja immer zwei Dinge, nämlich einmal, dass man sagt, okay, wir haben eine Wertsteigerung in diesen Immobilien. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sagt, ich habe Mieteinnahmen. Das heißt, wir reden hier von vermieteten Immobilien. Und Sie können sich vorstellen, so ein schönes Häuschen hier, wenn man das besitzen würde, dann wird schon der ein oder andere Euro Miete fließen. Und lassen Sie uns einfach mal einen kleinen Vergleich machen zwischen zwei verschiedenen Immobilien. Und diesen Vergleich übertragen wir dann mal auf die Aktienmärkte. Und zwar, wir sagen, wir haben zwei Zinshäuser, die beide einen Wert hätten von 500.000 Euro. Ob das jetzt 500.000 sind oder nur 200.000 oder 5 Millionen, das spielt im Grunde genommen keine Rolle. Es geht um das grundsätzliche Prinzip. Ich glaube, hier dieses Haus, was wir gerade gesehen haben, das wird man weder hier in Frankfurt noch in München noch in Stuttgart für 500.000 Euro bekommen. Da wird man wahrscheinlich eher noch eine Null ranmachen müssen. Aber das spielt jetzt, um uns das Ganze darzustellen, nicht so die Rolle. Und jetzt frage ich einfach mal Sie, schauen Sie sich mal diese Zahlen an, wir gehen sie gleich mal durch. Welches Haus hätten Sie denn persönlich lieber? Und zwar, das Haus A hat jetzt einen Wert von 500.000 Euro. Es hat eine Mietrendite von 1% per annum. So, jetzt kann man sagen, ist denn das realistisch, dass ein Haus nur 1% Rendite abwirft? Und wenn Sie jetzt aber aktuell beispielsweise nach München gehen und sich da ein Haus kaufen oder Sie gehen nach Berlin gerade, wo die Immobilienpreise in den letzten Jahren explosionsartig angestiegen sind, die Mieten allerdings nicht. Berlin beispielsweise noch relativ günstige Mieten, aber schon sehr, sehr hohe Hauspreise, immer noch gering gegenüber anderen Städten, aber im Verhältnis zu den Mieten sehr, sehr hoch. Das heißt, Sie zahlen in Berlin mittlerweile die 30-fache Jahresmiete für ein Haus und dann haben Sie tatsächlich nur noch extrem geringe Mietrenditen. Das heißt also, 1%, 1,5% sind da oftmals mehr als realistisch. Das trifft genauso auf München zu, teilweise hier auf Frankfurt, auf Stuttgart, auf Hamburg und so weiter. Und trotz der doch teilweise recht hohen Mieten sind die Renditen, die man als Vermieter erzielen kann in diesen Städten aufgrund der hohen Wertsteigerung zuletzt eigentlich sehr, sehr gering. Und was natürlich aber viele machen, die eben jetzt genau in diesen Städten kaufen, die spekulieren natürlich auf eine Wertsteigerung. Und ich habe jetzt einfach mal unterstellt, eine Wertsteigerung von 5% per annum. Jeder, der sich ein bisschen mit Immobilien auskennt, weiß, das ist eigentlich schon sehr, sehr hoch gegriffen. Realistischer dürfte wohl eher 3% sein, aber lassen wir es mal dabei. Was käme dann aber raus? Das würde doch bedeuten, Sie hätten im Jahr einen Cashflow, das heißt eine Mieteinnahme von 5.000 Euro
Allerdings wäre Ihr Haus in 30 Jahren wahrscheinlich 2,1 Millionen wert. So, und jetzt haben wir die andere Seite. Das Haus steht in einer B-Lage, in einer Stadt, wo es noch nicht so teuer ist, wo die Mieten angepasster sind im Verhältnis zu den Preisen. Und da hätten Sie beispielsweise eine Mietrendite von 10%. Bei mir zum Beispiel, wo ich herkomme aus Zwickau, da ist das absolut realistisch, dass Sie eine Mietrendite von 10-11% haben, weil einfach da die Mieten ganz normal sind, aber die Hauspreise nicht sehr hoch sind. Wir erkaufen uns natürlich diese hohen Mietrenditen mit einer wahrscheinlich nur sehr geringen Wertsteigerung. Es gibt viele Gegenden in Deutschland, nicht nur im Ostteil, sondern auch im Westteil von Deutschland, wo wir einfach Bevölkerungsschwund haben und wo die Immobilienpreise tendenziell eher stagnieren werden. Und wenn Sie eben dann nur 1% Wertsteigerung per annum haben, dann wird eben so ein Haus, was heute eine halbe Million wert ist, wahrscheinlich in 30 Jahren nur 670.000 Euro wert sein oder das Äquivalent in was für einer Währung wir auch immer dann haben werden. Aber Sie werden natürlich aus so einem Haus aktuell 50.000 Euro Mietrendite im Jahr haben bei angenommener 10%iger Rendite. So, und jetzt beantworten Sie sich selbst einmal die Frage, was wäre denn für Sie persönlich interessanter? Würden Sie lieber dieses Haus haben, wo Sie sagen, okay, in 30 Jahren wird es sehr, sehr viel mehr wert sein als heute? Oder wäre Ihnen dieses Haus lieber, was Ihnen heute schon im Grunde genommen ein komplettes Einkommen generieren würde? Ich persönlich neige ganz klar zum Haus Nummer B, sage also, okay, mir persönlich ist dieser regelmäßige Cashflow, dieser Geldfluss aus dem Haus, wäre mir persönlich viel, viel wichtiger, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Alles, was wir hier unterstellen, was in die Zukunft geht, ist ja doch mit einem kleinen Unsicherheitsfaktor verbunden. Wir wissen, dass die Aktienmärkte wahrscheinlich auch in 30 Jahren höher stehen werden als heute, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr, sehr hoch. Letztendlich, ganz genau können wir es aber nicht sagen. Und genauso ist es mit Immobilienpreisen. Es ist anzunehmen, dass gewisse Regionen in 30 Jahren teurer sein werden als heute. Also wenn wir uns anschauen, wahrscheinlich wird es München sich in den nächsten Jahren nicht leeren, genauso wie hier Frankfurt sich in den nächsten 30 Jahren nicht leeren wird. Wenn Sie in Monaco ein Haus kaufen, ist nicht anzunehmen, wenn man sich das überhaupt leisten kann, dass es in 30 Jahren weniger sein wird oder halt in Manhattan in New York oder in London beispielsweise. Aber wir wissen es eben nicht. Es ist eine Vermutung. Die Vermutung hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie eintritt. Wir wissen es aber nicht. Auf der anderen Seite, das, was wir jetzt an regelmäßigen Cashflow erzielen, das ist ein Fakt, das ist eine Realität, das ist Geld, was wir sofort haben. Und was man ja nicht vergessen darf, wir kommen gleich noch darauf, dieses Geld könnte man ja, selbst wenn man es nicht benötigt, sofort wieder reinvestieren und könnte damit wieder erneut noch mehr Cashflow erzielen. So, und jetzt übertragen wir das Ganze mal, jetzt machen wir den Sprung zurück von den Immobilien wieder hier an die Börse und schauen uns das Ganze mal an, wie schaut das mit Geldanlagen in Aktienmärkten aus. Momentan kann ich so ein bisschen einen Trend erkennen, dass wieder sehr, sehr viele, auch junge Leute, sich Gedanken machen und sagen, ich möchte mein Geld langfristig anlegen. Also gerade so dieses Sparen in ETFs ist momentan wieder ganz en vogue. Gab es ein paar Bücher darüber, es gibt ein paar Dinge auf YouTube-Kanäle, die das sehr, sehr propagieren. Und jetzt kenne ich viele junge Leute auch von Gesprächen her, also so Anfang 20, die sagen, jawohl, ich mache jetzt Sparpläne, ich investiere jetzt in einen ETF und lege das Geld an. Wird auch so ein bisschen, auch in Amerika wird das stark propagiert. Und das klingt auch alles vernünftig. Ich glaube aber aus meiner Erfahrung heraus zu wissen, dass viele von denen ihre Sparziele trotzdem nicht erreichen werden. Und zwar aus folgendem Grund. Genau nämlich solche Punkte sind hier aufgeführt. Wir wissen, dass wenn wir langfristig anlegen,
wenn wir regelmäßig sparen, wenn wir langfristig dabei bleiben, wenn wir uns von so Rückschlägen, wie wir es jetzt im August hatten und vielleicht auch noch in den nächsten Wochen haben werden, wenn wir uns dann nicht aus dem Markt herausnehmen lassen, dass wir langfristig viel Geld verdienen werden. Aber das Leben ist natürlich keine gerade Linie, sondern mit ganz, ganz vielen kleinen Umwegen bestückt. Und dann ist es eben so, dass dann plötzlich ein Baby kommt. Man kriegt eine gute Gelegenheit, ein Haus zu kaufen. Man muss vielleicht in eine andere Stadt ziehen. Das Auto geht kaputt. Irgendetwas, ne, die Steuer kommt und sagt, du, ich hätte gern mal noch ein paar Euro extra von dir und so weiter und so fort. Das heißt also, ganz, ganz häufig fängt man etwas an mit dem guten Wille, etwas langfristig zu machen, aber diese vielen kleinen Unwägbarkeiten, die das Leben uns nun mal so bietet und die es ja auch spannend macht, das sind ja in der Regel auch, also zum Beispiel Baby oder ein Haus ist ja eine tolle Sache, das lässt uns dann Folgendes machen, wir nehmen unser Geld aus diesen langfristigen Anlagen heraus, sind wieder genau da, wo wir vor 10 oder 20 Jahren angefangen haben und nichts passiert. Und aus dem Grunde glaube ich, dass es doch viel, viel sinnvoller wäre, wenn wir sagen könnten, anstatt jetzt von vornherein zu sagen, ich gehe einfach nur stumpf in den Markt hinein und sage, ich lasse mein Geld die nächsten 30 Jahre liegen oder ich zahle halt monatlich was ein, was wie gesagt grundsätzlich richtig ist, da ist nichts Falsches an dieser Idee, wäre es denn aber nicht besser, wenn man sagen könnte, okay, ich investiere mein Geld so, dass ich einen regelmäßigen Cashflow erreiche, das heißt also, dass regelmäßig Geld zu mir fließt und mit diesem Geld, was dann zu mir fließt, kann ich zwei Dinge machen, nämlich auf der einen Seite entweder meine Konsumwünsche befriedigen oder auf der anderen Seite, wenn ich keine habe oder wenn ich momentan gerade keine habe, kann ich dieses Geld reinvestieren. Das heißt, der zweite Punkt, ich reinvestiere das ist noch besser als der erste Punkt. Also die erste Variante, ich gehe einfach nur stumpf in die Märkte die nächsten 30 Jahre. Und wenn halt dann mal diese Konsumwünsche kommen, ne, oder dass man einfach sagt, ich brauche jetzt Geld für ein Kind oder ich brauche ein neues Auto oder was weiß ich, dass man eben dann nicht gezwungen ist, diese Anlagen aufzulösen, sondern zu sagen, okay, wenn ich jetzt weiß, jetzt kommen alle paar Wochen regelmäßig Geld aus meinen Anlagen heraus, quasi als zusätzliches Einkommen, dann kann ich dieses Geld ja nehmen, um genau diese Dinge auch entsprechend zu befriedigen. So, und das Optimum wäre natürlich, wenn wir sagen könnten, auf der einen Seite bringen uns diese Anlagen regelmäßigen Cashflow, das heißt Auszahlungen, und auf der anderen Seite wäre es doch toll, wenn die auch noch dazu im Wert steigen würden. Und das alles klingt ja jetzt so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau. Und deswegen schauen wir uns mal an, ob es sowas in der Realität gibt. Und ich bin mir sicher, wenn ich Ihnen das Beispiel jetzt hier gleich zeige, dann werden die meisten von Ihnen sagen, naja klar, eigentlich logisch, kenne ich ja schon. Bloß es setzt niemand so richtig um oder nur wenige setzen es um. Die es aber machen, die machen sehr viel richtig. Und zwar, es heißt ja hier heute regelmäßiger Cashflow dank Optionsstrategien oder mit Hilfe von Optionsstrategien. Und wir haben eine Methode, die ist auch nicht neu, die haben wir nicht entwickelt, sondern es ist eine ganz althergebrachte Strategie, die jetzt vielleicht im Gegensatz, was viele unter Trading verstehen, recht langweilig erscheinen mag. Aber Sie wissen ja, dass manchmal Dinge, die langweilig im Trading sind, letztendlich die erfolgreichen sind. Und zwar, wir nennen das Cashflow Covered Call, CFCC. Ich glaube, man kann es auch nicht vernünftig übersetzen ins Deutsche, deswegen lassen wir diesen Begriff einfach mal so stehen. Und jetzt ist ja das Ding, dass wir sagen, wie ist es denn grundsätzlich? Wir kaufen Aktien und ETFs mit dem Ziel des langfristigen Wertzuwachses. Und den einzigen Cashflow, den wir beispielsweise bei einer Aktie haben, das ist die bereits angesprochene Dividende. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, lohnt es sich denn überhaupt mit diesen Dividenden zu rechnen? Wie viel ist denn das überhaupt? Man sieht da immer mal so ein paar Zahlen, die schütten 30 Cent aus, die einen Euro. Was lohnt sich denn das überhaupt? Dann schauen wir uns das einfach mal in einem Beispiel an. Sie sehen hier eine Aktie, die glaube ich jeder kennt, und zwar ist das die Coca-Cola.
ob man jetzt dieses Getränk selber mag oder nicht, das spielt, glaube ich, keine Rolle. Coca-Cola ist präsent um uns herum, permanent Olympiasponsor, jeder Weltmeisterschaft dabei, in jedem Geschäft, in jedem Restaurant, überall auf der Welt, wo man hinkommt, findet man Coca-Cola. Ich glaube, es gibt genau zwei Länder auf der Welt, wo es keine Coca-Cola gibt. Das eine ist Nordkorea und das andere ist bzw. war Kuba, nachdem jetzt diese Annäherung zwischen den Amerikanern und Kuba ja wieder hergestellt ist und die wieder gegenseitig angefangen haben, Botschaften zu öffnen, dürfte es wohl auch nicht allzu lange dauern, bis man auch in Kuba Coca-Cola kaufen kann. Und das heißt also, das ist eine etablierte Firma und wie gesagt, egal ob man das Zeug jetzt mag oder nicht, wir wissen, dass diese Firma unheimliches Geld umsetzt, viel, viel Geld verdient und das machen die natürlich auch, indem sie, oder was machen sie mit diesem ganzen Geld, was die verdienen, die schütten entsprechend Dividenden an ihre Anteilseigner aus. Und Anteilseigner, das kann ja jeder von uns werden, ne? Also hier aktuell kostet die Aktie irgendwas um 38, 39 Dollar und das heißt, es ist nicht teuer, sich an diesem Unternehmen zu beteiligen. Sie müssen jetzt nicht Tausende und Abertausende von Euro haben. Sie könnten theoretisch hier mit 38 Dollar einsteigen. Natürlich macht das aufgrund der Gebühren keinen Sinn, aber man sieht schon, man kann mit wenig Geld in diesen Markt hineingehen. So. Und wenn wir uns mal anschauen, Coca-Cola schüttet aktuell eine Dividende von 33 Cent im Quartal aus. Das heißt, alle drei Monate kommen auf ihr Konto pro Aktie, die sie haben, 33 Cent. Und das mag jetzt nicht zu viel klingen, aber immerhin sind das im Jahr 3,47%. Und wenn wir bedenken, dass, was gibt es denn heute an Festgeld? Also es gibt halt, glaube ich, 0,1%, 0,05%, dann ist das ein Vielfaches von dem, was Sie heute mit einer vermeintlich sicheren Anlage bei einer Bank bekommen. Und man muss sich mal fragen, was glauben Sie eigentlich, was sicherer ist, dass Coca-Cola in den nächsten 20 Jahren Ihnen Dividenden auszahlen wird oder ob Ihnen Ihre Sparkasse die nächsten 20 Jahre noch Zinsen zahlen wird. So. Allerdings, und das vergessen immer viele, diese 3,47%, was heißt vergessen, viele haben das noch gar nicht kalkuliert oder mal durchdacht, diese 3,47% sind natürlich nur die Dividende für all diejenigen, die jetzt Coca-Cola kaufen, weil die berechnet sich ja auf den aktuellen Preis. Und was wäre denn eigentlich gewesen, wenn man vor 10 Jahren Coca-Cola gekauft hätte? Und das ist etwas, was, glaube ich, die meisten nicht kennen. Und was vielleicht auch den einen oder anderen von Ihnen jetzt hier überraschen wird, es ist nämlich nicht so, dass diese Dividenden immer gleich sind. Sie sehen hier mal eine Dividendenhistorie von Coca-Cola und da sehen Sie immer in der vorletzten Spalte, sehen Sie immer die Ausschüttung der Dividenden pro Quartal. Und da, wo ich das Ganze mit rot markiert habe, da gab es einen Aktiensplit. Das heißt, die Aktie ist 2:1 gesplittet worden, also aus einer Aktie oder 1:2 besser gesagt. Aus einer Aktie wurden 2 gemacht. Das heißt, wir müssen, um es in Relationen zu setzen, müssen wir eigentlich alle Dividenden, die vor dem 29. Juli 2012 ausgezahlt wurden, halbieren, weil wir haben jetzt ja mehr Aktien als damals. Und das heißt, wenn wir zum Beispiel mal ganz nach unten gehen in den Februar 2010, da wurden damals 22 Cent pro Aktie ausgeschüttet. Heute sind wir bei 33 Cent, das heißt 50% mehr. Und gehen wir nochmal ein Jahr zurück. Wenn wir ins Jahr 2003 gehen, das ist hier wieder ganz unten, wie gesagt, wir müssen wieder halbieren, dann sind das eigentlich 11 Cent, die damals ausgeschüttet wurden. Und heute sind wir bei 33. Das heißt, wir bekommen heute das Dreifache an Dividenden wie vor 10, 12 Jahren. Und das ist nämlich ein Phänomen, was die meisten nicht kennen, nämlich, dass amerikanische Aktiengesellschaften, vielleicht auch gerade diese großen Gesellschaften wie Coca-Cola, ja keine großen Wachstumschancen mehr haben. Also das heißt, die wachsen nicht mehr pro Jahr um 10, 20, 30%. Dafür sind sie viel zu groß, dafür sind sie eigentlich zu stark etabliert. Aber eine Coca-Cola zum Beispiel erhöht seit 50 Jahren Jahr für Jahr ihre Dividenden.
Und zwar im Schnitt zwischen 6 und 10% pro Jahr. Und wenn wir jetzt einfach mal hergehen und sagen, okay, das ist vielleicht 8% per annum. Also pro Jahr wird die Dividende um 8% erhöht. Und Sie können übrigens diese Dividendenhistorie ganz einfach nachvollziehen. Gehen Sie einfach auf die Seite von Coca-Cola oder geben Sie einfach bei Google ein Coca-Cola Dividendenhistorie, Dividend History. Da kommen Sie direkt auf die amerikanische Seite und dann können Sie das wirklich bis zuletzt oder bis zu den Anfängen nachvollziehen. Coca-Cola schüttet, glaube ich, mittlerweile seit fast 100 Jahren Dividenden aus. Und seit 50 Jahren steigen diese Dividenden Jahr für Jahr. Es gab kein einziges Jahr, wo diese Firma ihre Dividenden nicht erhöht hat. Und wenn Ihnen jetzt Coca-Cola aus irgendwelchen Gründen nicht zusagt, dann nehmen Sie andere amerikanische Firmen. Es gibt massenhaft amerikanische Gesellschaften, die Jahr für Jahr ihre Dividenden zwischen 5 und 10% steigern und das teilweise eben seit 30, 40, 50, 60 Jahren. So. Und das bedeutet ja, um auf die Frage zu kommen, die wir hier hatten, was wäre denn, wenn man vor 10 Jahren Coca-Cola gekauft hätte? Dann hätte man hier im Jahr 2005 die Aktie damals gekauft für ungefähr 15 Dollar. Man hätte damals auch eine Dividendenrendite von 3,7% gehabt, aber mittlerweile hätten wir eben, wir hätten zum Beispiel damals gesagt, im Jahr 2005, wir hätten 10.000 Dollar investiert. Dafür hätten wir 670 Aktien bekommen und unser jährlicher Cashflow wären 375 Dollar gewesen. So, heute hätten wir immer noch diese 670 Aktien, wir hätten nichts mit denen gemacht. Wir hätten die einfach nur stumpf behalten, aber wir würden eben heute 884 Dollar pro Jahr bekommen. Und das ist eine Rendite von 8,8%. Die meisten Trader, die ich kenne, so private Trader, die wären heilfroh, wenn sie im Jahr 8% Rendite machen würden. Und hier müssen sie nichts machen. Hier geht keine Gebühren an ihren Broker, hier müssen sie keine Trades machen, sondern sie können das einfach alles nur behalten, liegen lassen und erzielen eben diesen Cashflow von ungefähr 8%. Zusätzlich sind diese Aktien auch noch von 10.000 auf 25.000 Dollar gestiegen. Und wenn man jetzt überlegt, wenn eine Aktie beispielsweise im Jahr oder eine Aktiengesellschaft besser gesagt im Jahr ihre Dividenden um 8% erhöht, dann verdoppelt sich die Dividende aller 9 Jahre. Da gibt es eine ganz einfache Faustformel. Wann verdoppelt sich etwas? Rechnen Sie einfach 72 durch den Zins und dann wissen Sie, wann sich es verdoppelt hat. Also das ist so eine ganz grobe Annäherung. Wenn Sie jetzt sagen, okay, 72 durch 8, dann kommt man ungefähr auf 9. Und dann weiß man, okay, nach 9 Jahren hat sich das verdoppelt. Das bedeutet aber auch, wenn jemand vor 20 Jahren Coca-Cola gekauft hat, dass der heute auf seine damalige Investition 16% bekommt. Und jemand wie Warren Buffett, der vor 30 Jahren Coca-Cola gekauft hat, warum ist denn der so reich geworden? Natürlich, weil die Aktien toll gelaufen sind, aber auch, weil der mittlerweile auf das Geld, was er damals investiert hat, über 30% jährliche Rendite bekommt. Und was macht er mit diesem Geld? Er investiert es immer wieder neu. Und das ist etwas, was wir auch als Private absolut nutzen können. Das heißt, wir können sagen, okay, wir suchen nach Dividendenwerten. Wir gucken einfach mal, welche Gesellschaften stabil sind. Welche schütten Dividenden aus? Welche haben ein gutes Geschäftsmodell? Und lassen uns dann diesen Cashflow auszahlen. Jetzt müssen wir natürlich auf eins aufpassen. Und zwar sage ich Ihnen das noch, bevor ich zu diesem Punkt hier unten komme, aber es geht noch besser. Wir dürfen natürlich jetzt nicht den Fehler machen und sagen, okay, ich suche jetzt einfach mal nach, welche Gesellschaften hohe Dividenden auszahlen. Also Sie können ja heute in jedem Finanzportal, können Sie sich einfach so Listen anzeigen lassen mit Dividendenrenditen. Und wenn man jetzt sieht und sagt, okay, die eine Gesellschaft zahlt 7% aus, die andere nur 2%, dann neigen viele dazu zu sagen, dann nehme ich die mit 7%. Man muss aber aufpassen, es hat oftmals Gründe, warum Aktiengesellschaften hohe Dividenden auszahlen. Und der hauptsächliche Grund ist immer der, dass der Preis sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Das heißt also, grundsätzlich macht es natürlich Sinn, in einem Crash, in einem Preisrückgang Aktien zu kaufen. Eine Münchner Rück schüttet zurzeit über 5% Dividende aus, sehr stabile Firma. Aber wenn Sie sich anschauen, beispielsweise mal im DAX eine E.ON,
gestern ein neues Allzeittief erreicht. Die sind ja im Grunde genommen durch die Wegnahme ihres Geschäftsmodells eigentlich pleite. Die haben noch eine verhältnismäßig hohe Rendite, die werden das aber wahrscheinlich nicht aufrechterhalten können. Das heißt, tappen Sie jetzt bitte nicht in die Falle und sagen Sie, okay, ich nehme nur Aktien mit einer hohen Dividendenrendite. Aber darum soll es heute auch gar nicht gehen, sondern jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, was hat denn das jetzt mit Optionen zu tun? Weil über das Thema Optionen haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Und das ist das, was ich unten geschrieben habe. Es geht nämlich noch besser. Sie können nämlich quasi Ihre Dividenden noch verdoppeln. Sie können das noch erhöhen, noch mehr daraus machen. Und das zeige ich Ihnen hier. Und zwar können Sie eins machen, nämlich Sie könnten natürlich einfach hergehen und sagen, ich investiere meine Dividenden. Also ich nehme jetzt diese 800 Dollar, die wir jetzt hier hatten, ne? Von diesen 670 Aktien, die nehme ich eben jetzt nicht, um damit, ist ja jetzt nicht so, noch nicht so überragend, dass man da ein Haus kaufen könnte, aber man könnte eins machen, dass man sagt, okay, ich nehme einfach diese 880 Dollar, die ich bekomme und kaufe mir neue Aktien dazu. Da würde man aktuell 23 Aktien dafür bekommen. So, klingt jetzt nicht spektakulär, sind aber 3,4% mehr Aktien. Überlegen Sie mal, wenn Sie das Jahr für Jahr für Jahr für Jahr machen, da schaffen Sie das achte Weltwunder. Und das achte Weltwunder, wenn Sie sich überlegen, was ist das? Das kommt auch von Warren Buffett. Der hat mal gesagt, das achte Weltwunder ist der Zinseszins. Denn wenn Sie auf Ihre Zinsen immer wieder mehr Zinsen bekommen und diese Zinsen wieder reinvestieren, dann haben Sie Zinseszinseffekt. An der Börse haben Sie keinen, wenn Sie nur ein ETF kaufen, was einfach im Jahr durchschnittlich gesehen vielleicht 8% steigen würde, dann haben Sie aber keinen Zinseszinseffekt, weil Ihre Anlage wird mehr und dann wird es ja lang wieder, Sie haben schon Zinseszinseffekt, aber nicht diesen extremen Effekt, wenn Sie sagen, okay, ich nehme die Gewinne und reinvestiere sie neu. Also das schaffen Sie auf jeden Fall mehr. Das heißt, das wäre der erste Punkt, dass man sagt, okay, ich reinvestiere diese Dividenden und da spielt dann ehrlich gesagt auch die Gebühren gar nicht so eine Rolle. Weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn Sie 800 Dollar haben, die Sie bekommen, und jetzt investieren Sie die wieder, kaufen wieder 23 Aktien dafür und Sie müssen halt 5 Euro Gebühren bezahlen. Natürlich sind 5 Euro viel im Verhältnis zu 800 Dollar, wenn Sie das investieren. Das sind, wie sind das jetzt, 0,5% oder 0,6%? Na klar, ist das, mag das viel erscheinen, aber letztendlich spielt es doch gar keine Rolle, weil Sie investieren, Sie kriegen neue Aktien und es wird mehr. So, und was können wir jetzt noch machen? Wir können extra Cashflow erzielen und da kommen jetzt die Optionen ins Spiel. Und zwar, wir können unsere Aktien, und das kann man eigentlich mit allen großen Aktien machen, die es gibt, in Amerika sowieso, in Deutschland mit Aktien aus dem DAX auf jeden Fall, auch aus dem MDAX eigentlich auch, wir können die veroptionieren. Das heißt, wir können Calls darauf schreiben. Und wer sich jetzt noch nicht so sehr mit der Materie des Optionsverkaufens oder überhaupt des Optionshandels auskennt, kann man das im Grunde genommen folgendermaßen beschreiben. Sie haben eine Aktie und jetzt verkaufen Sie das Recht an jemand anderem, der das nämlich gerne machen möchte, und das ist an der Börse ein ganz normaler Vorgang. Sie verkaufen das Recht an jemand anderen, dass er Ihre Aktien zu einem höheren Preis als jetzt kaufen kann. Also wir verkaufen das Recht, unsere Aktien zu einem höheren Preis als jetzt von uns kaufen zu dürfen und dafür kriegen Sie Geld. Klingt komisch. Schauen wir uns ein Beispiel an. Mal angenommen, wir sehen hier die Coca-Cola und Sie sehen, die hat sich ja jetzt nicht so prächtig entwickelt. Ne? Hat auf die Dividenden übrigens überhaupt keinen Einfluss, aber die ist ja nur seitwärts gelaufen. Das heißt, genau wie der amerikanische Markt, Sie haben dieses Jahr nichts verdient mit der Aktie selbst. Im Gegenteil, Sie dürften sogar etwas verloren haben, aber Sie haben eben bislang schon zweimal Dividenden bekommen. Die nächste kommt jetzt, nächste Woche müsste die ausgezahlt werden. Und jetzt können Sie zum Beispiel hergehen und können sagen, okay, jetzt verkaufe ich das Recht, meine Aktien bis zum 16. Oktober, das ist der nächste Standardoptionsverfallstag, zum Preis von 41 verkaufen zu können. Das ist 5,3% höher als jetzt und dafür bekommen Sie 14 Cent pro Aktie. Das klingt nicht viel, 14 Cent pro Aktie, aber wenn man das mal wieder aufs Jahr hochrechnet,
Das sind 0,36% in den nächsten 36 Tagen. Und das sind aufs Jahr gerechnet wieder 3,7% Rendite. Erinnern Sie sich noch an die Zahl, die wir gesagt haben, wie hoch ist die Dividendenrendite? Die war ungefähr 3,4%. Und durch so eine Veroptionierung können Sie das Ganze noch einmal im Jahr erzielen. Das heißt, Sie können Ihre Dividende sozusagen verdoppeln. Und das ist Geld, das können Sie Monat für Monat für Monat machen. Und zwar je nachdem, wie sich die Preise entwickeln. Gehen die Preise nach oben, verkaufen Sie das Recht zu einem höheren Preis. Gehen die Preise nach unten, verkaufen Sie das Recht zu einem niedrigeren Preis. Und so kassieren Sie regelmäßig Geld und können dieses Geld wieder reinvestieren. Am Anfang, wenn Sie das starten, vielleicht mit 100 Aktien, dann wird das sehr, sehr wenig sein. Ne? Dann sagen Sie, hier 10 Dollar, da 15 Dollar, da 20 Dollar. Wenn das aber einmal in Fahrt kommt, dann werden Sie sehen, wie schnell das Ganze wächst, wie groß das wird und plötzlich werden aus 10 Dollar im Monat 50 und plötzlich werden aus 50 200 und irgendwann haben Sie dann ganz schnell mal ein paar hundert Dollar im Monat aus Dividenden und aus dem Verkauf von Optionen, eben von diesen Cashflow Covered Calls. Und wenn wir uns das anschauen, hier nochmal zusammengefasst, Dividende 3,47%, Rendite aus diesem Cashflow Covered Call 3,7%. Das heißt, Sie haben nur, indem Sie das machen, was die wenigsten Aktienbesitzer machen, indem Sie sich nämlich ein bisschen damit beschäftigen und einmal im Monat, jetzt nicht jeden Tag, sondern einmal im Monat so eine Option verkaufen. So, und das ist relativ simpel zu lernen. Also es ist keine Raketenwissenschaft, keine Angst. Das ist relativ leicht umzusetzen. Erhöhen Sie Ihren Cashflow, Sie verdoppeln ihn sozusagen. Und ganz ehrlich, wenn mich jemand fragt, möchtest du das doppelte Einkommen haben, dafür, dass du einmal im Monat dich eine halbe Stunde hinsetzt und etwas machst, dann sage ich, ja, würde ich schon machen. Ja? Glaube Sie auch. Ja. Jetzt höre ich aber natürlich wieder einige sagen, ja, was ist denn aber, wenn die Aktie steigt und wenn ich sie verkaufen muss? Also wenn sie halt über die 41 geht, also wir hatten hier ja dieses Beispiel 41, was ist denn, wenn sie steigt? Und das sehen viele mit großer Besorgnis. So, aber Frage, machen wir den Verlust, wenn unsere Aktie steigt? Also wenn ich eine Aktie habe und die steigt, mache ich keinen Verlust, das freue ich mich darüber. So, gibt es dann auch bestimmte Strategien, wie man das dann entsprechend handeln kann. Und zum anderen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die zum Beispiel auf die 41 geht, nur bei 13%. Das heißt, wenn wir das Monat für Monat für Monat machen und wir machen das vielleicht nicht mit einem Portfolio von einer Aktie, sondern vielleicht von 10 Aktien, dann wird es tatsächlich ab und zu mal passieren, dass wir so eine Aktie abgeben müssen zu einem höheren Preis, als wir sie gekauft haben. Oder aber, dass wir vielleicht das Ganze ein wenig reparieren müssen. Aber in der Mehrzahl der Fälle wird dieses Recht, was wir verkauft haben, wertlos verfallen. Weil das ist das Besondere an Optionen. Optionen haben nur eine begrenzte Laufzeit. Optionen haben einen sogenannten Zeitwert. Und jeder Tag, der vergeht, der nimmt diesen Zeitwert ein wenig weg. Das heißt, wir verkaufen jemanden eine Hoffnung, nämlich, dass er die Aktie von uns kaufen kann und niemand wird dieses Recht von uns einfordern, wenn die Aktie tiefer steht. Also wenn die Aktie, wie jetzt heute bei 38, circa bei 38 steht und jemand käme jetzt und würde sagen, verkaufst du mir deine Aktien jetzt für 41, weil nur dieses Recht hat er ja. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dann soll er sie nehmen. Ja, wird nie passieren in der Realität, weil niemand kauft von uns was für 41, wenn er es an der Börse für 38 kaufen kann. Aber das ist überhaupt kein Problem. Also wenn Aktien steigen, ist das für einen Aktienbesitzer kein Problem. Und zum anderen, das passiert wirklich nur sehr, sehr selten, dass sie dahin steigen, wo wir diese Calls verkaufen, weil wir eben wirklich sagen, okay, wir begnügen uns damit relativ geringen Renditen, weil wir wissen, dass durch den Zinseszins sehr, sehr viel zustande kommt und dass man da wahnsinnig viel machen kann. Und das ist einfach der Punkt, dass man das eben wirklich sehr, sehr schön in eine langfristige Strategie einbauen kann. Und wenn wir uns mal hier anschauen, das ist jetzt der langfristige oder etwas längerfristigere Chart von Coca-Cola. Und da sehen Sie, die hat eben hier zwischen 1998 und dem Jahr 2008 haben sie mit dieser Aktie kein Geld verdient.
wenn Sie nur auf den Aktienpreis geschaut haben. Und das ist ja das, was diesen Fehler, den viele immer machen. Dass Sie einfach sagen, ich habe eine Aktie im Depot, von der bin ich zwar langfristig überzeugt, aber wenn sie jetzt ein halbes Jahr nicht gestiegen ist, dann verkaufe ich sie wieder. Und machen wir uns nichts vor, wann wird denn das meist verkauft? Sie wird genau am Tief verkauft, ne? Weil da gerade immer die ganzen Konsumwünsche komischerweise kommen. Wahrscheinlich muss man auch den Schmerz, den man hat, weil das Depot nicht steigt, so ein bisschen kompensieren, indem man sich irgendwas Schönes kauft. Aber wäre es denn jetzt wirklich ein Problem gewesen, wenn Sie sagen, okay, ich habe hier eine Aktie, und die bringt mir jedes Jahr, nur weil ich auf die Dividenden achte und weil ich diesen Cashflow Covered Call mache, bringt die mir im Jahr 7-10% Rendite ein. Völlig unabhängig von der Wertentwicklung. Können Sie damit leben? Ich kann damit sehr, sehr gut leben. Warum? Weil ich weiß, dass solche Phasen vollkommen normal sind. Und jetzt stellen Sie sich vor, die Aktie hat dann hier geschlossen, 2008 bei 24. Wir wissen, heute ist sie bei 38. Wenn Sie in dieser Zeit immer noch hergegangen wären, hätten Ihre Dividenden und Ihre Cashflows aus dem Covered Call noch reinvestiert, hätten immer mal wieder ein paar Aktien dazu gekauft, was dann aus dieser Anlage, die Sie vielleicht hier irgendwann zum wirklich schlechten Zeitpunkt getätigt hätten, also vielleicht hier oben irgendwo im Jahr 2008, also an dieser Spitze, was da für ein wahnsinniges Geld gekommen wäre. Und ich will noch mal ganz kurz hier ein Bild zeigen. Und warum fällt uns das als Aktienhändler, als Investoren an der Börse, warum fällt uns das so schwer? Und der Grund ist einfach der, jemand, der sich so ein Haus kauft oder überhaupt Immobilien, der sieht einfach nicht jeden Tag, was das Ding wert ist. Der kauft das Haus, unser Beispiel war 500.000, und das hat er bezahlt. So, und ab dem Zeitpunkt, wo er das besitzt, kommt er jetzt gar nicht jeden Tag auf die Idee nachzufragen, wie steht denn meine Immobilie? Ist die heute 498.000 wert oder ist die 501.000 wert? Das heißt, an den Immobilien ist ja nicht unten so ein kleines Schildchen dran, wo der jeweilige Tageskurs dieser Immobilie abgebildet wird. So, bei Aktien haben wir natürlich das Problem, also das ist unser Problem, was wir uns selbst machen, dass wir natürlich jeden Tag hinschauen, was ist denn die Aktie wert? Bloß mit diesem jeden Tag hinschauen verdrängen wir eigentlich die wirklich wichtigen Dinge, nämlich, dass wir uns an einem Unternehmen beteiligt haben und auch an den Gewinnen dieses Unternehmens beteiligt werden und dass natürlich die täglichen Börsenschwankungen überhaupt keine Aussage darüber treffen, ist dieses Unternehmen, was ist denn das wert? Weil, und jetzt gehen wir nochmal zurück und schauen uns hier diesen langfristigen Chart einen etwas kürzerfristigen Chart von Coca-Cola an. Wenn wir jetzt sagen, die Aktie hat vom Hoch im August, da war sie bei ungefähr 42 und ist dann runtergefallen auf 36,50 ungefähr. Also das sind rund 20%, die Aktie ja innerhalb von etwa 3 Wochen verloren hat. Und wenn wir langfristig investieren wollen, oder es ist egal, ob wir langfristig investieren wollen oder nicht, aber glauben Sie, dass sich der Wert eines Unternehmens, und der Wert ist nicht der Aktienkurs, sondern der Wert des Unternehmens ist deren Marktstellung, Mitarbeiter, Geschäftsausrüstung, Verkaufseinnahmen und so weiter, also das, was diese Firma wirklich auszeichnet, hat sich denn das in 3 Wochen um 20% verringert? Haben die jetzt plötzlich innerhalb von 3 Wochen 20% weniger verdient? Trinkt niemand mehr Coca-Cola oder so? Und das können Sie auf alle Unternehmen beziehen. Das heißt, diese ganzen kurzfristigen Börsenschwankungen sind im Grunde genommen doch nur so ein bisschen dieses Rauschen, was die Börse damit macht, was die Spekulanten damit machen. Das ist überhaupt nichts Falsches. Da bitte mich nicht falsch verstehen, das ist keinerlei Kritik. Ich bin ja selber auch ein kurzfristig agierender Trader. Jetzt nicht wie meine Kollegen hier im Nachbarraum, die auf 5-Minuten-Basis irgendwas hin und her schieben, aber so auf Sicht von ein paar Tagen mache ich das ja auch. Aber gerade für mein Langfristdepot, da nutze ich natürlich dann solche Sachen und da schaue ich nicht hin, ist die Aktie jetzt gefallen oder ist die jetzt gestiegen. Natürlich versuche ich in einer Phase, wo die Preise runtergehen, tendenziell eher zu kaufen, als wenn die Preise gerade ganz stark gestiegen sind.
Aber mir ist es letztendlich wichtig, dass ich hier langfristig Vermögen aufbauen kann über Cashflow. Und der kommt eben einmal aus Dividenden und zum anderen kommt der natürlich auch aus solchen Dingen wie dem Covered Call Writing. So, und wenn wir uns anschauen, jeder weiß doch im Grunde genommen, was Warren Buffett macht. Ich habe das gestern schon mal in einem Vortrag gesagt, Sie können heute in eine Buchhandlung gehen, da gibt es 3 Biografien über ihn, da gibt es ein Buch, wie liest Warren Buffett Bilanzen, da gibt es ich glaube, über den gibt es mittlerweile 10, 20 Bücher, wo genau beschrieben ist, was der macht. Und was der macht, ist ja keine Hexenkunst. Ne? Also es ist ja nicht so, dass der irgendwie geheime Daten hätte, natürlich weiß der mehr als wir, aber das, glaube ich, ist auch logisch, wenn jemand Milliardär ist und so stark in der amerikanischen Wirtschaft involviert ist wie er, dass der ein bisschen mehr weiß. Aber grundsätzlich, was der macht, ist keine Zauberei, ist kein Hexenwerk, aber warum macht es denn niemand nach? Wir wissen doch, dass es funktioniert. Und ich glaube, der Punkt ist, warum es niemand nachmacht, ist, das ist dieses Gier nach mehr. Ne? Also wir glauben einfach, dass wir, das wird natürlich auch Asche auf unser Haupt hier in unserer Branche immer mal wieder propagiert, dass man im Jahr 50, 60, 100% erreichen könnte. Aber ganz ehrlich, zeigen Sie mir die Leute, die wirklich auf Jahre hinaus mit großen Konten 50, 60, 100% im Jahr erreichen. Natürlich kann man kleine Konten hochtraden, das ist überhaupt kein Thema, das muss man auch. Und natürlich gibt es diejenigen, die auch ein 100.000er Konto im Jahr verdoppeln. Und, aber gerade hier sind auch ein paar Kollegen mit da, mit denen ich mich gerne unterhalte, die dann auch sagen, naja, komm, ich habe ein Trading-Konto, da sind 100.000 drin oder 200.000, die trade ich, davon lebe ich, da mache ich im Jahr vielleicht 100%. Aber ich würde dasselbe nicht mit einem Konto mit 1 Million machen. Und deswegen alles, was dann rauskommt, nehme ich, packe es ins Langfristdepot und versuche da im Jahr 10, 15, 20% zu machen. Weil das ist das, was wirklich langfristig gesehen reich macht. Trading dient uns für den Lebensunterhalt, kann man ein kleines Konto auch mal ein bisschen größer machen, aber um wirklich langfristig gut davon leben zu können, vermögenswert, müssen Sie auch langfristig anlegen und dann müssen Sie anders anlegen als die Masse. Die Masse kauft Aktien, wenn sie teuer sind, hat dann eine Euphorie, weil sie sich ausrechnen, aha, in 30 Jahren bin ich reich, dann kommt der erste Einschlag, 20% runter, vielleicht 30% runter und dann werden diese ganzen langfristigen Gedanken wieder über Bord geworfen. Na, da mit den Aktien ist ja doch alles Mist, dann schmeißt man die alle wieder raus und wann kauft man wieder zurück? Natürlich, wenn neue Höchststände erreicht sind. So, und das plumpe Sorgen, du musst einfach diese Drawdowns aushalten, ne? Das ist zwar theoretisch richtig, aber wir sind nun mal nicht so als Menschen. Wir können es praktisch nicht aushalten und deswegen müssen wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Und wenn Sie Ihren Blick verändern, dass Sie sagen, okay, ich weiß, dass meine Aktien jetzt in den letzten 14 Tagen 10, 15, 20% gefallen sind, dann ist das nun mal so. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und es ist auch keine Lösung zu sagen, dann schaue ich jetzt immer, wenn so schlechte Börsenzeiten sind, nicht auf meinen Kontoauszug. Aber wenn Sie sich darauf konzentrieren und sagen, okay, ich bekomme ja aber nächste Woche schon wieder Dividende und im Monat darauf von der anderen Aktie und dann kann ich wieder Calls darauf schreiben und kann wieder extra Prämien einnehmen. Das heißt, meine Immobilie, die ich sozusagen hier habe, bloß eben in Form von Aktien, mein Zinshaus funktioniert ja. Ich bekomme jeden Monat regelmäßig meine Miete überwiesen. Und das Verrückte ist, diese Miete steigt auch noch jedes Jahr um 6, 7% an. Fragen Sie mal einen Immobilieninvestor, ob er damit zufrieden wäre oder ob er damit leben könnte, wenn er seine Miete jedes Jahr um 6 oder 7% steigern könnte. Und dann haben Sie noch einen unschlagbaren Vorteil gegenüber Immobilien. Sie können es mit kleinem Geld anfangen. Das heißt, wir hatten dieses wunderbare, schöne Haus gezeigt. Und natürlich macht das Spaß, wenn man sowas hat. Ne? Und auch ich würde mich jetzt nicht grämen, wenn ich in München in der Maximilianstraße ein schönes Haus hätte, auch wenn das nur 1% Mietrendite bringen würde, weil das ist schon eine tolle Sache. Aber das ist ja für die meisten von uns doch realistischerweise nicht umsetzbar. Und, oder jemals erreichbar. Aber dass man sagt, okay, ich kann schon mit wenig Geld anfangen, mir etwas Langfristiges aufzubauen, wirklich Geld zu verdienen, nicht mit blindem Trading-Aktionismus im 5-Minuten-Chart hin und her gedattelt, sondern einfach mal geschaut, okay, was bringt mir denn wirklich auch gerade, wenn ich vielleicht kein Berufstrader bin, was bringt mir denn wirklich Geld? Das ist natürlich eine Sache, die jeder lernen kann und die auch nicht wahnsinnig
kompliziert ist. Da muss man eben keinen blinden Aktionismus an den Tag legen. Man muss keine Angst vor Kursrückgängen haben, weil wenn ich weiß, dass ich dieses Jahr mit meiner Aktie XYZ 8% erzielen werde aus Dividenden und Covered Call Writing und dass ich nächstes Jahr aus derselben Aktie 10% erzielen werde oder 10,5%, warum? Weil die Dividende ansteigen wird, dann weiß ich doch, dann ist das doch eine tolle Sache. Und da ist es doch gar nicht so entscheidend, wie groß der Wert dieser Aktien ist. Ne? Natürlich müssen Sie sich immer mal wieder überprüfen, habe ich Aktien, die ich noch haben möchte. Also wer vor 20 Jahren E.ON gekauft hat und eine tolle Zeit hatte, der musste natürlich schon mal sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren fragen, den hat man quasi das Geschäftsmodell weggenommen, muss ich diese Aktie unbedingt noch haben? Wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, wenn wir heute eine Aktie kaufen, wird das die nächsten 30 Jahre noch so laufen. Das ist schon Ihre Aufgabe als Investor, als Trader, dass Sie sich ein bisschen damit beschäftigen. Aber Sie müssen das nicht im 5-Minuten-Abstand machen und sagen, na, die Aktie ist es was wert oder die Aktie ist es nicht wert. Also diesen Aktionismus, den kann man getrost hinter sich lassen. Und die Realität zeigt ja auch, dass die meisten Leute damit kein Geld verdienen. Deswegen, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, regelmäßiger Cashflow mit Optionsstrategien. Kaufen Sie sich Dividendenaktien oder ETFs, die Dividenden ausschütten. Reinvestieren Sie diese Dividenden. Das ist ganz wichtig. Ne? Also wenn Sie noch nicht ein Portfolio haben, was so groß ist, dass Sie davon leben wollen, reinvestieren Sie das Ganze, dann schreiben Sie Optionen auf diese Bestände. Wenn Sie nicht wissen, wie das funktioniert, wenn Sie das lernen wollen, dann kommen Sie zu uns. Wir machen da demnächst einen Lehrgang darüber, wo wir genau das zeigen. Und das ist wirklich mit kleinem Geld umsetzbar. Wir werden das mit einem 5.000er Konto zeigen, mit einem 50.000er Konto. Das ist sehr, sehr einfach machbar. Das ist kein Hexenwerk. Da muss man jetzt keine monatelangen Ausbildungen machen. Reinvestieren Sie auch das wieder, wenn es geht. Und bleiben Sie in den Preisrückgängen entspannt. Also die letzten 14 Tage waren für mich als Trader, sagen wir mal, ein bisschen aktiver als sonst. Kurzfristig in meinem Langfristdepot, da habe ich mir das Ganze angeschaut und gesagt, okay, ich habe jetzt meinen ganzen Cash, den ich zuletzt gesammelt habe, kann ich wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten mal vernünftig wieder neu investieren. Aber ich habe meine Calls geschrieben und weiß eben, wenn die verfallen, habe ich wieder Geld verdient. Das heißt, ich habe da Cashflow generiert. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein kleines Angebot machen, und zwar, wenn Sie hier Zuschauer bei den IB Days sind, bei uns, wir geben jede Woche einen Optionsbrief heraus, der erscheint immer mittwochs, und da geht es auch hauptsächlich um den Verkauf von Optionen, nicht nur um dieses Covered Cash Flow, das machen wir in dem Optionsbrief eher selten, aber da geht es zum Beispiel auch darum, wie man mit Trading, mit kurzfristigem Trading, kurzfristig heißt hier auf Sicht von vielleicht 10 bis 14, 20 Tagen regelmäßig Geld verdienen kann, gibt es jede Woche live drei Ideen. Live sage ich deswegen, weil wir machen donnerstags immer ein Webinar für unsere Abo-Kunden, wo wir alle Trades in einem Live-Konto zeigen. Das heißt, wir handeln das auch wirklich real. Wir haben das 2011 aufgelegt, seit 2011 jedes Jahr Gewinne gemacht. In den guten Jahren, in den schlechten Jahren. Wir liegen auch dieses Jahr wieder sehr, sehr gut. Und da geht es natürlich nicht darum, dass wir im Jahr 100% machen. Das kann niemand erwarten, das würde ich Ihnen auch nie versprechen, sondern es geht um realistische Dinge, die man mit einem vernünftigen Konto, also nicht mit einem 250.000er, sondern vielleicht mit einem 15.000, 20.000er Konto auch umsetzen kann. Und wenn Sie einfach mal in den Optionshandel ein wenig hineinschnuppern wollen, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@optionsstrategien.com und wir schicken Ihnen dann einfach Hinweis, dass Sie hier bei den IB Days zugeschaut haben, und wir schicken Ihnen für die nächsten 4 Wochen dann diesen Optionsbrief zu. Unverbindlich zum Testen. Sie müssen uns keine Kontodaten geben. Wir buchen Ihnen garantiert nichts an. Es geht nicht in ein automatisches Abo, über keine Angst. Schauen Sie es einfach mal an, damit Sie mal eine andere Welt von Trading kennenlernen. Und glauben Sie mir, Trading kann sehr entspannt sein, kann sehr nachhaltig sein. Nachhaltig ist so ein modernes Wort, ne? Aber ich glaube, es drückt es ganz gut aus. Und dann möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit. Wenn Sie in Kontakt mit uns treten wollen, über unsere Webseite www.optionsstrategien.com. Wir haben einen YouTube-Kanal, der heißt Optionshandel, wo Sie viele, viele Videos zum Thema Optionen finden. Uns gibt es natürlich auch auf Facebook. Und
Das war's von meiner Seite für heute Morgen. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder dann um 11, denn da werde ich Ihnen eine Methode zeigen, wie Sie garantiert jeden Crash vermeiden. Und zwar, wie Sie erkennen können, wann die wirklich großen Preisrückgänge im Markt kommen. Also dann hier live in zwei Stunden, in einer Stunde ist dann, um 10 genau, in einer Stunde auf, ich weiß gar nicht welchen Kanal, schauen Sie einfach nach. Wir sehen uns bis dahin. Ihnen danke für die Aufmerksamkeit. Alles Gute und an der Stelle schon mal, falls Sie nicht mal zuschauen können, schönes Wochenende. Tschüss, Servus, bye bye.